darf Sie ganz herzlich einladen zu einer kleinen Rundreise durch Europa. Wir werden Stopp machen in Griechenland, in Norwegen, möglicherweise auch in Spanien. Und unser erster Weg führt uns nach Frankreich. Und ich begrüße Thorsten Küffner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Sie haben europäische Aktien mitgebracht, die besonders interessant sind in ihrer Bewertung. Teilweise das eine oder andere Schnäppchen ist dabei. Und los geht's mit AXA, großer Versicherungskonzern seitens der Franzosen. Die Aktie scheint schon ein bisschen weit gelaufen zu sein. Aber Sie sagen, oh, da kann noch was passieren. Durchaus. Also die Aktie ist jetzt in der Tat zuletzt gut gelaufen. Das liegt vor allem daran, dass wir jetzt eben vor kurzem den Abwärtstrend verlassen haben. Jetzt zieht die Aktie eben an. Davor hat die Aktie wirklich lange einen Seitwärtstrend eingeschlagen. Französische Aktien waren zuletzt eben weniger gesucht. Lag vielleicht auch daran, dass eben einfach viele Experten der Wirtschaftspolitik von François Hollande und seinem Kabinett jetzt nicht so trauen. In Frankreich darbt die Wirtschaft ja eigentlich und von daher suchen viele Investoren jetzt weniger in Frankreich nach attraktiven Aktien, was unserer Ansicht nach ein Fehler ist. Man muss auch sehen, in Deutschland haben wir öfters ein Auge auf die Munich Re, auf die Allianz. Sehr gute, sehr günstig bewertete Aktien. Die AXA ist eigentlich sogar noch ein Tick günstiger. Also sowohl vom KGV als auch vom Kurs-Buchwert-Verhältnis ist die Aktie sogar ein bisschen billiger. Und wir haben ja im Rahmen unserer letzten Titelstory jetzt auch mal das Schiller-KGV in die Lupe genommen. Das Schiller-KGV misst jetzt nicht die Gewinnschätzung für die kommenden Jahre, sondern man blickt einfach auf die Gewinne der vergangenen 10 Jahre, nimmt den Durchschnitt daraus und bildet daraus das KGV. Und auch danach ist die AXA mit einem einstelligen KGV bewertet, einer der günstigsten Finanztitel aktuell nach dem Schiller-KGV. Und das zeigt eben, AXA hat in den vergangenen Jahrzehnten stets hohe Gewinne eingefahren, man hat ein sehr gutes Management, man kommt sehr gut mit dem niedrigen Zinsumfeld klar und man zahlt auch hohe Dividenden. Und aktuell stimmt bei AXA eigentlich fast alles. Man muss ja auch sagen, aktuell wurde ja auch in Monte Carlo die Rückversicherungspreise, Prämien ausgehandelt. Die fallen weiter. Das ist gut für Erstversicherer wie AXA oder Allianz, eher schlechter für Rückversicherer wie die Munich Re. Aber wie gesagt, für AXA läuft es aktuell wirklich gut und wir glauben, dass der Chart noch deutlich weiter nach oben ziehen kann. Wenn wir jetzt auf den 3-Jahres-Chart blicken, also wir haben wirklich jetzt eine lange Seitwärtstrend hinter uns gehabt. Im vergangenen Jahr, vor allem so 2010, 2011. Jetzt ging es etwas bergauf und wie gesagt, wir sind ja immer noch nicht jetzt am hoch. Also ich glaube, wir kommen auf jeden Fall wieder auf die 21 und sogar noch höher laufen. Wir sehen den fairen Wert eher so im Bereich 25, 26 Euro. Abwärtstrend verlassen bei der AXA. Gibt es noch andere interessante Werte bei den Franzosen? Ja, also uns gefällt Sanofi auch sehr gut. Nicht nur uns, sondern auch Warren Buffett. Sanofi ist zusammen mit Munich Re eine der wenigen europäischen Aktien, die im Top 10 von Berkshire sind. Also das spricht eigentlich schon für sich, denn Warren Buffett schaut ja vor allem auf US-Aktien und ist eigentlich selten, dass er in Europa zugreift. Bei Sanofi hat er es getan, damals 2007 war das schon. Damals war die Aktie auch wirklich sehr günstig. Jetzt aktuell haben wir ein neues Allzeithoch, können wir vielleicht im 3-Jahres-Chart sehen. Also die Aktie ist wirklich in den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen. Wie gesagt, Buffett ist 2007 eingestiegen, damals war die Aktie ein wahres Schnäppchen. Grund war, man hatte wirklich Probleme. Sanofi war von 3, 4 wenigen Blockbuster-Medikamenten abhängig, die man vor allem in den USA und in Europa vertrieben hatte. Und dann kam ein neuer Chef, Chris Viehbacher, und er hat eigentlich ganz klar gesagt, wir können nicht darauf uns verlassen, dass wir immer 2, 3 Blockbuster haben, die wir in nur wenigen Märkten vertreiben. Wir müssen raus, wir müssen die Emerging Markets, wir müssen die Schwellenländer. Und das ist sehr gut geklappt. Aktuell ist es so, dass Sanofi eigentlich der Pharmakonzern ist, der mit am besten in den Emerging Markets aufgestellt ist. Man erzielt in Asien, Afrika und Lateinamerika mehr Umsatz als in Europa oder in den USA. Und das ist schon wirklich sehr stark und das spricht einfach für sich. Ich meine, in den Schwellenländern wächst zum einen die Bevölkerung, in den Schwellenländern wächst auch der Wohlstand und das spielt Sanofi in die Karten. Die Bewertung ist, obwohl wir jetzt eigentlich auf Allzeithoch sind, eigentlich immer noch moderat. Wie gesagt, man ist da im Branchendurchschnitt und wir glauben schon, dass es noch weiter nach oben gehen kann. Man hat jetzt zum Beispiel auch einen Impfstoff erfolgreich gegen Dengue-Fieber geprüft und wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr die Marktzulassung geben und da sagen auch Experten, da ist auch ein Potenzial von mehr als 1 Milliarde Dollar drin und wir glauben, dass Sanofi weiter in den Emerging Markets weiter zulegen wird und das würde sich auch wieder in steigenden Aktienkursen spiegeln. Also Sanofi spielt ja die Emerging Markets Karte und damit letztendlich die globale Karte ist mal gut aufgebaut. Kürzlich hatte man irgendwo im Meer einen riesigen Kugelfisch entdeckt, so groß wie ein, Volkswagen-Bus. Ja. Ich weiß nicht, ob man den essen kann, aber das führt uns zu den Fischen, das führt uns zu den Lachsen und damit zu Marine Harvest. Ja, der Chart ist hier noch etwas verzogen. Man hat es vielleicht gesehen, hier gab es kürzlich eine kleine Delle, oder eigentlich schon hier. Das lag vor allem daran, dass es Sanktionen gibt gegen Russland und die betreffen teilweise auch Lebensmittel. Das war sehr umstritten und Fisch gehört eben auch dazu. Marine Harvest ist der weltgrößte Fischproduzent, vor allem Lachs eben.
Und das hat die Aktie eben etwas nach unten gedrückt, denn Russland stand für knapp 7% der Umsatzerlöse. Jetzt hat man andere Wege gesucht und man hat vor allem einen cleveren gefunden. Man hat nämlich einen insolventen Lachsfarmbetreiber aus Chile gekauft. Chile beteiligt sich nicht an den Sanktionen gegen Russland. Das heißt, man hat für knapp 120 Millionen Dollar Aquinova gekauft. Und man kann nun unter dem Deckmantel von chilenischen Importen eben wieder nach Russland liefern. Das heißt, die Norweger treiben jetzt die Lachse, keine Ahnung, aus der Nordsee nach Chile. Dort werden sie dann gefangen und nach Russland dann exportiert. Vielleicht so deklariert, ja. Und man muss auch sehen, in Chile wird auch Lachs gezüchtet. Denn der Südpazifik ist ähnlich gut geeignet wie der Nordatlantik zur Lachszucht. Und das macht Marine Harvest eben sehr gut. Ansonsten ist Marine Harvest eben vor allem in Schottland, ja, wie gesagt, etwas verzogen. Ach so, okay. man ist so in Schottland, um Norwegen rum, Großbritannien ist man sehr stark aktiv und jetzt eben auch in Chile. Wie gesagt, die Aktie gefällt uns sehr gut, da eben man der Weltmarktführer in diesem Bereich ist und die Story ist einfach, die Weltbevölkerung wächst, der Hunger nach Fisch wächst weiter, die Nachfrage nach Fisch steigt weiter und ja, an den Weltmeeren haben wir die Überfischung, das heißt, es wird immer wichtiger, dass es eben Zuchtbetriebe gibt und von daher wird Marine Harvest wohl auch in den kommenden Jahren weiterhin Gewinn und Umsatz steigern und trotz einer guten Performance in den vergangenen Wochen und Monaten ist die Aktie immer noch günstig bewertet. Man hat ein 9er KGV und eine Dividendenrendite von 6-7%. Also Marine Harvest ist eigentlich eine der Aktien, die uns eigentlich am besten gefällt. Ist eigentlich auch für konservative Anleger geeignet und hat auch noch Wachstumsfantasie. Also wie gesagt, hier passt eigentlich fast alles. Okay, dann waren wir jetzt in Frankreich mit AXA und Sanofi, in Norwegen mit Marine Harvest. Jetzt gehen wir nochmal nach Griechenland. Die Public Power Corporation, also wie der Name im Prinzip schon sagt, da geht es um Energie. Die versorgen Griechenland mit Energie. Sieht jetzt nicht so spannend aus, was hier der Kursverlauf angeht, aber irgendwie der lange Durchschnitt erscheint zu steigen. Wenn wir den Dreierschart anschauen gleich, da okay, sieht man schon, also die Aktie kam mal von einem sehr hohen Stand und ist dann, ich glaube, wir waren bei knapp über einem Euro eben im Jahre 2012 und seitdem hat sich die Aktie also ja, mehr als versechsfacht. Also wir haben hier wirklich in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen Jahren eine gute Rallye gehabt. Jetzt konsolidiert der Kurs aktuell und das ist ja auch durchaus gesund, charttechnisch betrachtet. Und auch das Unternehmen selbst ist gesund. Also ich habe ja anfangs der Sendung auch mal dieses Schiller-KGV angesprochen, wo eben die Gewinne der vergangenen 10 Jahre genommen werden. Und danach ist Griechenland eigentlich einer der günstigsten Märkte überhaupt. Und wir haben ja gesagt, in Griechenland wächst die Wirtschaft wieder so allmählich. Es gibt Anzeichen der Besserung, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es steht noch in den Sternen, ob Griechenland wieder derart wirtschaftlich stark wird wie vor wenigen Jahren noch. Worauf ist das aber jetzt genau eine Wette, wenn ich jetzt hier investiere? Es ist einfach eine Wette, sagen wir so, dass es mit Griechenland, dass einfach Griechenland nicht komplett deindustrialisiert wird, dass Griechenland weiter auch in Zukunft Strom brauchen wird. Man hat ja gesehen, die Umsätze von Public Power waren auch in Krisenzeiten stets so bei knapp 6 Milliarden Euro. Strom ist einfach mit das Letzte, was man eben dann was man spart. Man spart eher vielleicht an Klamotten, an diversen Autos und so weiter, aber Strom braucht man eben auch und das brauchen die Menschen in Griechenland auch. Man hat eigentlich immer den Umsatz konstant gehalten. 2011, 2012 hatte man eben Probleme, weil viele Griechen eben die Rechnungen nicht mehr zahlen konnten. Man hat in Privatinsolvenz angemeldet, viele Betriebe haben Insolvenz angemeldet. Daher ging die Gewinne bei Public Power auch eben runter und eben auch der Kurs. Jetzt erholt sich das alles wieder. Und wenn man wirklich schaut, das KGV für 2015 liegt bei 9, dann das Eigenkapital von Public Power liegt bei mehr als 5 Milliarden Euro, die Bewertung bei knapp 2,6 Milliarden Euro. Also das ist wirklich eine Aktie, wo man sagt, wenn Griechenland sich nur halbwegs wiederholt, dann hat diese Aktie noch enormes Potenzial. Also wir haben auch mal geschaut, Analysten, es gibt 12 Analysten, die sich aktuell mit diesem Wert befassen, 9 raten zum Kauf, 3 zum Halten, es gibt keinen, der zum Verkauf rät. Und das durchschnittliche Kursziel liegt auch bei mehr als 14 Euro. Also Analysten, die auch öfters etwas noch skeptisch sind und eher vorsichtig mit ihren Kurszielen, die sagen, ja, 14 Euro sind hier deutlich drin. Also es wären ja auch schon knapp 30% fast auf den Kurs nochmal drauf. Und wir sind auch recht zuversichtlich, denn wir glauben schon, dass Public Power in den kommenden Jahren weiterhin Gewinne einfahren wird. Und dann wird man eben nicht mehr so weit unter dem Eigenkapital notieren wie aktuell. Also in Krisenzeiten wird auch weiter Strom verbraucht oder ist weiter Strom verbraucht worden, müssen nur die Rechnungen bezahlt werden. Gleiches gilt im Prinzip auch für unser nächstes Unternehmen, was aus Spanien kommt. Auch in der Krise wird nach wie vor sehr viel telefoniert, vielleicht sogar noch mehr als zu Nicht-Krisenzeiten. Telefonica liegt jetzt hier an. Was gefällt Ihnen jetzt hier besonders gut? Ja, Telefonica ist sehr stark expandiert vor der Finanzkrise. Man hat als spanischer Konzern vor allem Lateinamerika deutlich zugekauft und dann kam eben die Finanzkrise, dann kam eben auch die spanische Schuldenkrise und Telefonica hat durch die ganzen Zukäufe einen enorm hohen Schuldenberg angelegt. Das hat eben die Leute natürlich nicht gefallen. Also okay, Finanzkrise, da ist es schon schwer, wenn man so einen hohen Schuldenberg wie Telefonica hat.
Aktuell beruhigt sich das alles wieder. Man sieht, Telefone kommt mit diesen Schulden mehr klar. Man hat in den vergangenen Jahren die Expansion eingestellt. Jetzt aber kommt man damit zurecht mit den hohen Schulden. Man zahlt auch weiterhin sehr hohe Dividenden. Also man erwirtschaftet Cashflow im hohen Milliardenbereich. Man ist weiterhin einer der profitabelsten Telekom-Anbieter in Europa. Ganz kurz noch, was ist drin? Sagt jetzt bei Public Power, bei den Griechen waren es ungefähr 30%. Jetzt sind wir hier, also hier glauben wir auch, dass 20-30% auf Sicht von 12 Monaten durchaus möglich ist. Denn Telefonica wächst bald wieder weiter und das dürfte den Kurs weiter beflügeln. Muss natürlich dann weiter intensiv telefoniert werden. Das ist ein Küchner von der Aktie. Vielen Dank. Gern geschehen. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren bei dieser kleinen Rundreise durch Europa, Frankreich, Norwegen, Griechenland und zum Schluss kurzer Stopp in Spanien.